Wenn ihr mehr von mir sehen und hören wollt, dann Glocke abonnieren, liken und mir ganz, ganz hart followen. Und damit willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ich bin heute mal auf einem Rathaus 12, denn auf Rathaus 12 fällt mir nichts mehr ein. Also ich mag das Rathaus 12 eigentlich überhaupt nicht. Das ist gar nicht so meine Rathausstufe, weil das liegt irgendwie so zwischen 10 und 15. Ne? Da liegt irgendwo 12 und da fällt mir eigentlich nichts mehr so richtig ein, was man dort an Angriffsstrategien fahren kann. Aber es gibt natürlich eine Strategie, die ich auch auf den anderen Rathausstufen eigentlich relativ gut kann. Sie ist ja auch nicht so ultra schwer, aber wir gehen mal in den letzten Clankrieg rein, denn den ja, Schulterklopf habe ich wieder ganz alleine gerissen, also nicht ganz alleine gerissen, aber ziemlich alleine gerissen. Und deswegen springen wir jetzt mal auf ein Dorf, was ich nicht geschafft habe. Das ist nämlich das Witzige, dass ich dieses Dorf nicht geschafft habe. Also das war der erste hier, den habe ich mit Donnerbengel nicht geschafft. Donnerbengel ist ja auch ein Rathaus 12. Aber ich musste so ein bisschen taktisch hier vorgehen. Wie mache ich meine letzten 3, 4 oder 4, 5 Angriffe und gehe von unten nach oben hoch. Das heißt also, wir haben erstmal die unteren Rathäuser Richtung nach oben hin zerstört und danach bin ich dann erst mit diesen Accounts hier überhaupt in Erscheinung getreten und habe hier oben auch die Angriffe gemacht. Aber hier, man sieht ja schon, das ist jetzt der erste. Den habe ich nicht gepackt. Den habe ich nicht gepackt und mit 77% habe ich den auch stehen lassen. Das Dumme war eigentlich, dass der Gegner mehr Prozente auf den ersten gemacht hat, also auf mich, auf den Alex 360. Und da war ich schon so ein bisschen in Hinterhand. Also das heißt also, ich musste jetzt entweder mehr Prozente auf die anderen Bases schaffen oder aber die Dreiern. Ich glaube, Dreiern war in jedem Fall das richtige Argument. Und wie kann man solche Bases hier dreiern? Relativ einfach, man nehme einen Hybrid. Ja, mehr fällt mir nicht ein. Ich habe hier den ganzen Tag Hybrids nachgebaut. Und um diese Bases hier irgendwie, ich will nicht sagen zu schaffen, aber irgendwie zu schaffen. Und da kann es auch manchmal ein bisschen querlaufen. Das zeige ich euch relativ am Ende dieses Videos, dass auch mal so ein Hybrid so richtig kaputt gehen kann, aber trotzdem 3 Sterne werden können. Und auch hier sieht man, dass meine Queen jetzt nicht so den optimalen Weg nimmt und auch mein King nimmt nicht den optimalen Weg, was jetzt erstmal nicht so schlimm ist. Wir haben die Queen schon rausgenommen, wir wollen die Clanburg locken, also irgendwo musst du im Hybrid so ein bisschen halt mitberechnen, dass du wenigstens die Clanburg bekommst. Der Gegner hatte immer einen Elektrodrachen dort drin und 2 Ballons oder 3 Ballons und Single Inferno noch auf Stufe 1, das war also jetzt nicht ganz so tragisch, aber ihr seht, das war immer die Clanburg, ganz nett gegiftet hier und fange jetzt gleich auf 9 Uhr da unten an mit dem eigentlichen Hybrid-Part und nicht warten Leute raus, die Meute, und dann habe ich jetzt drei Sachen in der Spur. Eine Queen, die jetzt gleich den Adler nimmt. Glücklicherweise war diese Boxbase hier auch noch, ja, ich will mal so sagen, halb offen. Aber ihr seht, ich habe immer ziemlich Angst um meine Meute. 2 Heilkreise hintereinander da unten geworfen und jetzt habe ich eigentlich keinen mehr für den Rest der Base. Habe jetzt aber noch Frieszauber. Den will ich aber immer dann benutzen, wenn die Queen irgendwo im Fokus von so einem Single ist. Denn die sollte möglichst lange überleben. Ansonsten, ja, macht das auch der Hybrid. Das ist kein Thema. Aber ihr seht das hier auch da noch gerade so gezündet. Und damit ich weiter nach unten läuft Richtung Inferno. Also auch hier den Inferno recht locker weggemacht. Und dann waren das hier meine ersten 3 Sterne. Also mir fällt nichts anderes ein, als die Sachen hier mit Hybrid wegmachen. Man könnte jetzt auch sagen, ist auch eine tolle Base eigentlich für einen Queen Charge Lalo, ja. Allerdings bin ich auch nicht so ein guter Luftspieler. Da habe ich immer noch mehr Angst in den Finger, wenn ich meine Drachen setze, aber so und keine Ahnung, da habe ich immer so ein bisschen, ich will nicht sagen, einen Tattrigen oder so, aber dann tappe ich da ein paar Ballons mehr raus und hier ist es ja so ein bisschen so mehr oder weniger, dass das Gespamme und dass du deinen Hybrid irgendwie in der Base hältst, aber 1 auf 2 hier schon mal mit 3 Sternen.
Dasselbe habe ich auf der 3 gemacht. Also exakt die gleiche Armee. Wie gesagt, mir fiel mit den 312ern, mit denen ich hier unterwegs war, nichts anderes ein, als dass ich hier mit den Hawks und mit den Minern zuschlage. Aber ich finde die im Moment auch sehr, sehr stark auf Rathaus 12. Also warum soll man eine andere Armee nehmen, wenn man ja mit einer relativ gut klarkommt? Sage ich jetzt mal so. Und auch hier, ihr seht, Nummer 2 und Nummer 3 hatten auch voll ausgebaute Rathäuser, also der Stufe 5. Und die Nummer 1, ja, das ist wieder dieses dusselige Kriegsgewicht, hatte dann nur ein 1er Rathaus, was ich dann irgendwie nicht geschafft habe. Ich habe mich dann selber gewundert und habe gedacht, naja, Toto, hier die dicken Rathäuser packst du alle. Aber das Level 1, das schaffst du nicht. Und dennoch habe ich hier auch extremst lange gewartet mit dem Hybrid-Part. Der Adler sollte eigentlich erst weg. Er wird trotzdem noch aktiv, aber auf den King, das ist nicht so schlimm. Auf den King ist das nicht so schlimm. Und nach der Tornado-Falle ist endlich auch der Adler geschichtig. Und dann kann es auch hier reingehen in die Base mit dem Hybrid-Part. King hilft noch so ein bisschen, dass die in der Spur bleiben und hier Richtung Rathaus gehen. Worden ein bisschen zu spät gezogen. Ihr seht die Worden-Aura, aber gerade noch so gepackt. Und, das war doch noch kein 5er, hier sehe ich gerade. Dann war es nur die Nummer 2, sehe ich jetzt gerade am Effekt, der ja gar nicht da war. Und aber dennoch, die ganzen Hawks hier. Jetzt habe ich auch die Heilkreise mal nicht ganz so nervös geworfen und habe immer zugesehen, dass ich am Flächenschaden die Kreise hinbekomme. Also immer so bei den Magiertürmen, die tun halt am meisten weh hier, wenn es darum geht, dass du den Hybrid hier heilst oder natürlich die Bombentürme. Also alles, was Flächenschaden macht. Und das sind ja nur die beiden Defenses in der Regel oder natürlich auch Multi-Inferno. Die müssen einfach gestoppt werden. Und so sind das hier auch nette 3 Sterne gewesen. Wir haben diesen Clankrieg übrigens gewonnen. Aber ich kann euch auch mal zeigen, wie sowas mal so richtig daneben geht. Mit dem Donnerbengel habe ich hier einen Elfer gedippt. Also ich hatte ja schon gesagt, ich habe irgendwann mal angefangen, hier unten die Bases anzufangen. Das heißt also irgendwann mit meinen Accounts, mit denen ich hier war, wirklich von ganz unten bis nach ganz oben. Also ihr seht, zwei Socken, dann Lela hinterhergezogen, mit dem Toto weitergemacht, 3 Sterne, barfuß dann. Zwischendurch hat der Gegner auch noch angegriffen und hat eigentlich alles klar gemacht mit 27 Sternen, 3 Sterne bei uns oben offen gelassen. Mit Barfuß dann auf Nummer 5, also 12 auf 11. Allerdings beim Barfuß ist es ja noch so, der ist ja ganz, ganz frisch 12, also den zähle ich noch so ein bisschen so als 11er. So ein bisschen. Und aber dann mit Donnerbengel 2 Sterne auf die Nummer 1 und dann Donnerbengel mit 3 Sterne auf die Nummer 2, aber ihr seht, hier seht ihr jetzt mal so ein Hybrid, wie er auch mal so richtig in die Dutten gehen kann. Fange hier auf, was ist das, auf 3 Uhr an. Also ich habe den Angriff hier exakt so auch mit dem Schief barfuß gemacht und habe das nicht ganz geschafft, also da fehlten mir so ein paar Prozente. Aber ich wollte auf jeden Fall die Queen Richtung gegnerischer Queen und Richtung diesen beiden X-Bögen da laufen lassen, denn an die bin ich mit dem Schief barfuß nicht ganz rangekommen und deswegen wollte ich da unbedingt, dass ich dort wenigstens einen X-Bogen schon mal schaffe. Also auch hier wieder Clanburg und Queen rausnehmen, ist in jedem Fall erstmal erstes Ziel. Und nachdem da beides Geschichte ist, kriege ich sogar noch meinen dritten Mauerbrecher schön in die Base rein, Richtung Adler gezogen. Jetzt muss ich allerdings auch da wieder hier wieder so ein bisschen aufpassen, dass ich nicht in den Single Inferno mit meiner Queen komme. Aber ihr seht das jetzt hier, es läuft mir ein bisschen aus dem Ruder, denn nichts geht mehr zum Adler. Also die Queen hat ja jetzt die Sektion dort verlassen und hätte sich ja auch einen Adler schnappen können, aber macht sie nicht. Und deswegen habe ich jetzt die ganze Zeit den Adlerbeschuss auf mich gehabt und habe hier eigentlich schon gedacht, ach, oh nein,
das kann jetzt nicht wahr sein, dass die Queen da so außenrum eiert. Und ich meine, das machen jetzt gerade alle Helden. Aber ich habe so ein bisschen Lack gehabt. Die Hawks aus der Clanburg kommen mir jetzt so ein bisschen zur Hilfe und machen endlich diesen nervenden Adler weg. Mehr brauchten die auch gar nicht machen. Die werden jetzt zwar noch kriegen noch mal eine Riesenbombe ab und machen noch mal die Luftabwehr dort. Aber der Rest hier geht jetzt auch endlich Richtung Rathaus. Also hier sind jetzt auch ein paar Miner am Rathaus. Man sieht das relativ schlecht. Aber sie sind halt zurzeit, finde ich, eine unheimlich starke Truppe. Auch im Rathaus Level 13, 14 und 15 Bereich. Vor allen Dingen, wenn du dann noch einen Heiler-Switch hast auf die, während die dann die Ziele angreifen, werden sie auch noch geheilt. Das ist dann auch am Ende nicht ganz so schlimm gewesen. Und hier wusste ich aber schon, doch noch gut gegangen. Aber trotzdem einmal ganz rum und die Base hier. So doll war es denn auch nicht. Also, naja. Grenzwertig, aber geschafft. Also schön ist was anderes, aber egal wie schmutzig, drei Sterne sind drei Sterne, Leute. Und wir haben hier eine ganz gute Serie. Also ich wollte auch mal wieder im Clan Free-to-Play so ein bisschen aktiv sein. Und ein paar Zuschauer haben mir hier geholfen, dass ich den Clan-Krieg hier befülle. Und wir haben ja auch eine ganz nette Siegesserie jetzt mit mir. Also wir haben die ganze Zeit nur Fünfer gespielt. Also ich gegen andere. Und sind eigentlich jetzt erst das erste Mal beim 10 gegen 10 und haben auch jetzt auch wieder ein 10 gegen 10. Ich muss jetzt mal ein bisschen Clanburg nachher bauen. 9 Stunden 43 haben wir aber noch Luft. Und ihr seht das hier, ich bin hier mit zwei Socken dabei, mit Lela dabei, Toto und die drei da oben, alles meine. Und es macht mir auf jeden Fall Spaß hier. Ich habe ja alle Zeit der Welt mit diesen Accounts. Ich kann hier so ganz in Ruhe bauen und muss hier nichts überstürzen. Was die Dörfer so angeht, die laufen auch gut. Die laufen auch sehr, sehr gut, muss ich mal so sagen. Dank der Überfallmedaillen. Das muss ich mal betonen. Dank der Überfallmedaillen, denn ich hole mir hier fast ausschließlich Dunkles zum Heldenlevel. Jetzt habe ich allerdings noch 14k offen hier. Was das Elex angeht, das wollte ich jetzt auch nicht verbrauchen. Labor läuft der Headhunter und morgen hole ich mir hier wieder ein Heldenbuch, damit ich den Wächter weitermachen kann. Deswegen lasse ich die 14 Millionen da jetzt auch stehen. Vielleicht mache ich eine Mauer, mal gucken, weil ich natürlich jetzt auch ein bisschen weiter farme hier im Clan Free-to-Play. Der ist immer noch offen, der Clan Free-to-Play übrigens. Ich würde auch gerne wieder Liga spielen. Hier braucht man allerdings eine ganze Masse an 12er mehr hier. Denn wir sind hier im Moment ja nur 1, 2, 3, ja, mit mir. Das sind ja alles meine Rathaus 12er und ich bräuchte hier natürlich viel, viel mehr Rathaus 12er und Rathaus 11er. Also kleiner soll es dann auch nicht sein in der Liga, wo wir rumeiern, Kristallliga. Aber wir haben jetzt ja auch schon länger überhaupt keine Liga gespielt. Ihr seht, die letzte war September-Season und Oktober-Season hatten wir ja ausgelassen. Ich hoffe nicht, dass wir die November-Season auch auslassen müssen. Noch dauert es ja ein paar Tage. Es steht schon in den Ereignissen drin. Es steht in 7 Tagen. Also 7 Tage habe ich jetzt noch Zeit, hier Leute zu suchen. Also kommt hier rein in den Clan Free-to-Play, wenn ihr Rathaus 12 seid oder auch 13 seid. Dann können wir hier mal wieder ein bisschen Liga spielen. Würde ich in jedem Fall ganz gerne machen. Ich hoffe, die Folge hat euch ganz gut gefallen, so zum Wochenanfang. Ich überlege natürlich am Wochenende immer, was ich euch Sinnvolles aus dem Wochenende zeigen kann. Und da fand ich diesen Clankrieg hier eigentlich mal ein bisschen passlich. So seid ihr ein bisschen im Status, was auch Free-to-Play angeht. Und das ist ja kein neues Projekt. Der Clan ist ja kurz vor Level 15. Also nur noch so ein paar Pünktchen. Und dann kann das Projekt hier weitergehen. Ist aber kein Projekt, also abseits der Projekte, die da irgendwo bei den anderen laufen, ist dieses hier kein richtiges Projekt. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch eine schöne Restwoche und bis dahin, ihr Lieben, Dankeschön, euer Toto. Tschüss.